Willkommen zurück bei Amnesia. Wir haben gerade den Aufzug zur Hölle betreten, in Betrieb gesetzt und fahren jetzt los. Der merkwürdige Brief erschrak ihn, aber es war auch der einzige, der ihn etwas ermutigte. Ja, das hatten wir ja schon mal. Die Bediensteten mieden ihn, dennoch wusste er, dass sie da waren. Sie rochen alle nach Gewürzwein. Ein geheimnisvoller Duft von Nelke und Salbei lag in der Luft. Oh, mein Kopf. Oha. Ich kann nicht zurück. Okay. Come, this way. What was that? Forgive me, I should have warned you. One of my responsibilities as a baron is that of a prison warden. This is where criminals are locked up. Like a dungeon? Very much so. Come, don't linger. Oh, in den Kerker gehe ich jetzt, oder was? Super. Kerker klingt ja schon wieder sehr... Ja. Sehr vertrauenswürdig. Kerker. Da werden mir bestimmt wieder freundliche Gestalten entgegenkommen. Oh. Ich will gar nicht so wirklich. Na gut, es nützt ja alles nichts. Wir wollen dieses Spiel ja auch durchbekommen. Wir versperren es mal vorsorglich. Puh. Leute. So, auf geht's jetzt. Schluss jetzt mit Hosenscheißerei. Wir wollen hier mal weitermachen. Plumm. Plumm, Tür auf und rein da. Einfach mal Zähne zusammenbeißen. Zellenbereich 1. Oh, das eignet sich ja super für ein Katz-und-Maus-Spiel mit irgendeinem Monster. Warum sind hier überall... Nimm ihn. Ein Hammer habe ich aufgenommen. Schon mal gut. Schade, dass es hier... Boah, es ist dunkel. Dass es hier keine Karten gibt.
Oh oh. Cool bleiben. Cool bleiben, cool bleiben, cool bleiben. Ah, jetzt weiß ich, was der verschlechterte psychische Zustand bewirkt. Nämlich, dass ich hier irgendwie mich nicht so ganz koordiniert bewegen kann. Es war nur Dunkelheit. Es war nur Dunkelheit. Da gehen wir doch gerne rein. Hallo, ist da jemand zu Hause? Nein, gut, dann gehen wir weg. Wenn keiner da ist, dann soll uns das nur recht sein. So, hier ging's nirgendwo hin. Jetzt beruhige dich wieder. Ist doch alles halb so wild. Ach, von da kam ich. Okay. Okay, okay, okay. Dann war ich genau da weitergegangen. Ich könnte jetzt auch geradeaus weitergehen. Hm. Gut. Beruhig dich doch mal, Daniel. Ach, ich wollte die Tür hier aufmachen. Ja, toll. Jetzt habe ich hier das Teil angemacht und hier ist nichts mehr. Nee, ich muss hier die Laterne leider anmachen. Oh, Scheiße. Oh, Scheißdreck. Lauf doch. Scheiße. Warum ist das hier rot gewesen gerade? Bitte komm nicht hier hin. Ach, der wird mich jetzt entdecken, dann bin ich kaputt. Der wird mich entdecken und dann bin ich kaputt. Und, kommt er? Ach, Mann, ist das blöde mit diesen Viechern. So, probieren wir es noch mal. Was sind das denn für komische Dinger? Bebauungen. Aha. Da werde ich wahrscheinlich den Stuhl gegen donnern. Puh. Ach Moment, das Schloss ist korrodiert und weist Schwachstellen auf. Ist doch ganz klar. Komm, wir gucken einmal hier drin.
obwohl es hier noch was Schönes ist. Ich habe doch den Hammer dabei. Where is she? Where did she go? No. Oh, tell. I'll never tell you. You're just making things worse. Look, this is no place for a young girl all by herself. She could be hurt or worse. There's no telling what horrors await down there. So, ich habe gerade einen Meißel erhalten. Hä? Wofür konnte ich das denn jetzt aufmachen hier? Nur für ein bisschen Öl. Ein paar Knochen. Das kann doch nicht sein, oder? Aber offenbar schon. Aber... Ah, Hammer und Meißel. Na gut. Das ist nur Gepuste. Ich habe aber nicht mehr viel Zunderbüchsen. Der kommt hier rein. Ich habe verloren. Da wankt er davon. Oh. Ja, nicht schlecht, oder? Mhm. Mann, jetzt nimm dir diese Scheiße. Okay. Gefängnis Nordblock. Der Boden ist zu klein, um durchzuschlüpfen. Ja, das haben wir doch schon. Wir haben doch Hammer und Meißel. So. Und da gehen wir in der nächsten Folge und in der nächsten Aufnahmesession rein. Denn jetzt höre ich auf für heute und bin gespannt, was mich dann in ein paar Tagen, wenn ich wieder aufnehme, erwartet. Puh, ich bin froh, dass ich mich jetzt erstmal erholen kann. Und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.